Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zurück zur Meisterliga mit dem SV Werder Bremen. Und heute geht es gegen Eintracht Frankfurt im 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir sind auf Platz 12, die auf Platz 11. Das heißt, es ist so ein kleines Rivalduell hier. Wir haben uns im letzten Spiel ganz schön den Schneid abkaufen lassen. So muss man das wohl sagen. Richtig ätzend. Richtig ätzend. Gegen Augsburg war es, ja. Ein 2:2 aus einer 2-0-Führung. Und ich wollte mal gucken, ob es hier Transfermarkt-Neuigkeiten gibt. Oh, hier für 2 Millionen. Hogli. Oh, jetzt nicht so die... Da, für 2,5. Hosseini. 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 Oh. Ja. So, liebe Freunde, ich schau mal rein, ob man das hier gerade mal sehen kann. Ja, FIFA Club World Premier League. Wo will ich denn hin überhaupt hier? Ich will in die Bundesliga und in der Bundesliga. DFB-Pokal. Da! Freunde, was sagt ihr denn dazu? Ja, zweite Bundesliga. Was bedeutet das? Jawollo, ich habe den Patch 1.1 drauf. Und mit dem soll man ja nicht mehr gewinnen können, habe ich gehört. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Wir gewinnen hier auch gegen Frankfurt heute. Da, also da muss ein Sieg her. Heute müssen die 3 Punkte festgemacht werden. Commerzbank Arena. Ja, Jungs. Gebt alles, ich drücke euch die Daumen. Ihr seid doch meine Jungs. Raus aus den Katakomben. Direkt nochmal ein kleines Fotoshooting gemacht. Nicht ganz ausverkauft das Stadion, wie wir sehen können im Hintergrund. Und heute geht es gegen Frankfurt ins... Oder zum Eingemachten. Ins Eingemachte? Ja, ins Eingemachte. Es geht ins Eingemachte. Ah, sehr schön. Macchiardi hat sich den Ball da selbst vorgelegt. Idiot. So, Hand. Hand. Oh. Ah. Den hat der Prädel. Junuzovic kommt da nicht ran an den Ball. Aber Mehmet Ekici. Da hätte er ein bisschen geschickter sein müssen. Oh, Hand läuft da gar nicht erst mit. Das weiß ich auch noch nicht so genau, wie man das abstellen kann, dass die am besten da mitlaufen. Oh. Oh, nee, ey. Schön, Garcia. Oh, und Hand stoppt wieder. Also das weiß ich nicht, wie man es hinkriegt. Oha. Und da muss Brüder das eigentlich das Abseits stellen. Aber ging ja nochmal alles gut. Oh, Hand. Ah, holt da einen Einwurf raus. Muss der natürlich reinziehen. Gibt ja gar nichts anderes übrig. Di Santo mit der ersten guten Chance. Da ein bisschen rausgedreht der Ball am zweiten Pfosten dann vorbei. Da brauchte der Keeper sich gar nicht richtig bewegen. Das sah man natürlich auch aus jedem Blickwinkel. Oh, oh. Ah, Ekici, komm. Ja, den müsst ihr umlaufen. Sehr gut. Oh, schön gerettet. Sehr gut. Prödel. Fritz macht das Spiel ruhig. Ja, also es ist ziemlich Kampfmatch.
Di Santo macht das Ding rein. Ganz schlechtes Torhüterverhalten, würde ich sagen. Da werden die heimischen Spieler auch ausgepfiffen vom eigenen Publikum. Während Di Santo hier in die Fernkurve läuft. Ah, das war ein schöner Pass gegen den Lauf. Und dann guckt er, wo kann ich ihn anspielen? Sieht Di Santo da noch? Und Di Santo macht natürlich auch ganz geschickt gegen die Laufrichtung. Ich denke, kurze Ecke, da hätte der Keeper ihn gehabt, aber so glitscht der Ball über die linke Hand des Frankfurter Keepers. Was uns zum 1-0 bringt. 1-0 für Werder Bremen. Mission 3 Punkte. Sind ein bisschen näher gerückt in diesem Spiel somit. So, Caldirola, der Neuzugang in dieser Saison, der ja für ein paar Penunzen zu dem SV Werder Bremen gewechselt hat. Weiter Abschlag hier von Mielitz in die gegnerische Hälfte. Ah, das aus der Drehung ist es immer sehr schwer, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Ja, Elia, da musst du natürlich reinziehen. So, Prödel, sehr gut. Ah, da wollte er Elia schicken. Schade. Sehr gut aufgepasst von Clemens Fritz, der sich leicht wieder zum Pass anbietet. Aber wird da heftigst geblockt. Di Santo mit guter Einlage im Zweikampf. 1-1. So, komm. Macchiari. So, Garcia muss da mitlaufen. Garcia, komm. Da musst du rein. Mielitz hat den Ball. Tschock. Ah. Ah, super gemacht, Prödel. Schön den Elia gesehen. Der sieht Hand, aber Hand kommt gar nicht am Ball. Schade. Ah. Schön. Hand. Warum nicht mal abziehen, aber Trapp springt da richtig gut hin zum Ball. Das war eine schöne Aktion. Schön mal drauf gehalten. Aber weiß ich nicht genau, warum Macchiari da weggewechselt wird. Ah! Oh. War sogar noch einmal vor uns. Sehr gut gemacht von Mehmet Ekici. Schöner Einsatz. Wird belohnt. Di Santo! Und ah! Oh, Elia kommt da in den Rettungsschuss von Frankfurter da rein. Ich weiß ja, in den Schwegler war es nicht. Oh, Elia, sehr gut geholt, aber kriegt ihn noch. Sehr gut. Di Santo kommt nicht an den Ball. Schade. Oh, da hatte ich den Ball schon. Hand. Kommt nicht ran. Sehr gut. Ah, da gibt es den Halbzeitpfiff. Mit 0-1 gehen wir hier in die Pause. Auswärts gegen Frankfurt. Das ist doch gar nicht so schlecht. Sieht auch sehr gut aus, obwohl der Ballbesitz überwiegend an Frankfurt geht. Aber wesentlich mehr Schüsse. 5-1 Schüsse. Frankfurt also gar nicht so richtig auf unser Tor gekommen. Das war wahrscheinlich genau das Ding, das Mielitz ja locker, naja locker, aber zumindest sehr gut gefangen hat. Oha, ganz übler Fehlpass von Aaron Hunt. Aber
Garcia. Ah, Garcia, komm, da musst du dranbleiben. Schön gemacht von Prödel. Oh. Oh, das ist immer auch selten, dass Pedersen da so den Ball verliert. Di Santo. Di Santo ja übrigens für Pedersen heute auf dem Platz. Ah, den hat Mielitz. Sehr gut. Aber seine Abwürfe gehen heute ganz ins Leere. So, jetzt vielleicht nochmal einen Konter starten. Ah, schade. Sehr gut gelaufen mit Ilya. Der nicht ganz so schnell da ist, aber richtig schnell wieder zurückkommt. Und ein taktisches Foul rausholt. Sehr, sehr gut. Keine gelbe Karte. Das hat er richtig gut gemacht. Ein schönes taktisches Foul rausgeholt. Um hier ein bisschen Zeit zu gewinnen, aufzurücken. Di Santo jetzt. Boah, der wird da weggedrückt. Was ist das denn? Das muss ich mir nochmal in der Video. Was war das denn bitte? Hallo? Hier ist er am Ball. Di Santo. Und jetzt. Da kommt der Arm schon raus. Wird richtig da weggedrückt. Da richtig. Kann man auch pfeifen, wie ich finde. Das kann man wirklich pfeifen, Herr Schiedsrichter. Also. Das hat mit den guten alten Tugenden des Fußballs nicht so viel zu tun. Eine rüde Attacke, wie ich finde. Sehr gut, Hans, schön draufgegangen. Schön, Ilya. Ah. Oh, Macchiari lässt sich da aber ganz peinlich auslaufen. Schön, Ilya. Ah, kommt nicht mehr ran. Ilya ausnahmsweise mal ganz gut dabei. Ich finde, wir könnten auch mal wechseln. Wen können wir da mal bringen? Komm, Hand. Ekici, wir haben gar nicht so richtig Leute dabei. Ich würde sagen, wir nehmen mal Junuzovic nach vorne und Macchiari nach vorne. Und dann nehmen wir Fürhand Tribul und bringen Groß für Ekici. Und dann finde ich, lassen wir Di Santo noch vorne drin. Oder wollen wir es Pedersen versuchen lassen? Nein, ich glaube, wir lassen Di Santo drin. Hätten aber noch einen Wechsel. Ich würde sagen, wir bringen Lukimia, der ganz schlecht drauf ist, eventuell für Caldirola. Ah, doch, wir bringen nochmal Lukimia rein. Es wurde ja angeraten, ja, dass ich mal ein bisschen mehr wechsle, um auch anderen die Chance zu geben. Das ist natürlich gerechtfertigt. Ilya klärt hier ins Aus. So, da sind sie, die Wechsel. Ah, Fritz hat er sehr schön gemacht, ohne Foul. Ah, schade. Ah, das war zu einfach. Das war zu einfach. Die kompletten Bremer da. Ah. Ah. Sehr gut. Schön draufgehalten. Schön. Ilya. Ilya sieht Di Santo. Di Santo.
Da stehe ich schon vor meinem Stuhl auf. Das Ding habe ich drin gesehen. Meine Güte, da holt der Lupfer raus. Und Trapp bringt das Ding noch ins Aus. Unglaublich. Unglaubliche Szene. Sehr schön gemacht. Eieieiei. Da liegt das 2-0 da in der Luft. Jungs, da liegt es doch in der Luft. Und schön da aus dem Rückraum. Hochgegangen zum Kopfball. Joselu. Sehr gut. Ohne Foul hier. Den Ball zurückerobert. So muss das gehen. Aber dann Tribul. Der eingewechselte Mann. Vielleicht noch ein bisschen nervös. Noch nicht so ganz drin im Spiel. Einwurf. Jetzt nicht noch irgendwie Frankfurt hier Aufwind kriegen lassen, sondern das Ding mit nach Hause nehmen. Es ist eigentlich ein recht sicheres 1-0. Oh, wenn man nicht so eine Fehlpässe hier macht. Recht sicheres 1-0. Da von Frankfurt hier gar nicht viel kommt. Oh, das war gefährlich. Und das war schlecht. Aber es bringt Zeit. 81 Minuten sind rum. 9 Minuten werden noch gespielt. Plus Nachspielzeit. Und es steht immer noch 1-0. Wir hatten die dicke Chance, das 2-0 zu machen. Und jetzt kommt Frankfurt nochmal. Aber Lukimia ist da. Sehr gut. Ohne Foul, auch wenn die Fans hier protestieren. Lautstark. Da war nichts. Das hat auch der Schiri gesehen, der unmittelbar neben der Aktion stand. Aber Rode wird da. Brüll wird da umlaufen. Militz macht sich ganz lange in der Situation. 3 Bremer lässt er da aussteigen. Sogar 4. Rode macht das Ding aber nicht rein. Ah, das war zu erahnen, dass das hier noch eine ganz, ganz spannende Schlussphase geben wird. So, noch 6 Minuten plus Nachspielzeit. Jungs. Die Santo, aber das ist doch nur ein Schüsschen. Damit hat Trapp gar keine Probleme. Und Abschlag. Oh, Fritz bringt ein bisschen Ruhe rein. Schön. Ah, sehr schönes Zusammenspiel. Die Santo holt auch mal eine Ecke raus. Was geht denn da noch? Jawohl! Da geht das 2-0 durch. Macchiari. Macchiari, ja, ebenfalls ein neuer Mann in dieser Saison zu Bremen gewechselt. Wunderschön. Wunderschön. Die paar angereisten Fans kriegen hier doch noch ein Türchen ihres Teams zu sehen. Schön sieht er da Macchiari freistehen und der schnibbelt ihn einfach mal rein. Der Torwart zieht den Ball ganz, ganz spät, weil eben so viele Frankfurter da ohne Gegenspieler im Strafraum rumstehen. Ganz gefährliche Aktion, hier sehen wir es mal. Da stehen 4 Frankfurter, die haben überhaupt gar keinen Ball. Kein Gegenspieler. 2, 4, 6 Frankfurter ohne Gegenspieler. Sogar oben würde die Santo noch stehen. Da stimmte einiges nicht. Da muss Frankfurt in der nächsten Zeit noch dran arbeiten, wenn sie hier höherrangig mitspielen wollen. Gut für uns, dass sie da so stehen. Und so kommt es zum 2-0. Verdient. Wir waren schon länger am 2-0 dran. Ah, da versuchen sie nochmal einen Schuss herauszuholen. Prödel rettet den noch. Ah, nicht noch so ein blödes Ding jetzt hier kassieren. Jawollo! 0-2 spielen wir
in Frankfurt durch zwei schön rausgespielte Tore. Der Torwart sah beide Male sehr, sehr schlecht aus. Und da sehen wir auch eben die Santo Man of the Match und 50-50 der Ballbesitz. Also wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel und das, finde ich, hat sich auch wirklich auf dem Platz so wiedergespiegelt. Die weiteren Ergebnisse am 5. Spieltag. FC Augsburg spielt unentschieden gegen Borussia Dortmund. Das ist ja ein Punktgewinn für Augsburg. Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen, wie gesehen, 0-2. SC Freiburg gewinnt zu Hause mit 3-0. Souverän gegen Eintracht Braunschweig. Der HSV spielt unentschieden gegen Hertha BSC Berlin. Hannover spielt unentschieden gegen die TSG aus Hoffenheim. Nürnberg verliert zu Hause 0-1 gegen Bayern München. Schalke gewinnt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach 4-1. Der FSV Mainz verliert auswärts mit 2-1 gegen Stuttgart. Und Bayer Leverkusen holt auswärts gegen Wolfsburg ein 1-1 unentschieden. Das macht folgenden Tabellenstand. Wir konnten uns wieder ein bisschen vorpushen und durch das Unentschieden vom HSV, es war eine Niederlage vom HSV, haben wir ihn mal so ein bisschen den Rang abgekauft und abgekauft wäre ja das verkehrte Wort. Und wir erinnern uns, vor einigen Episoden HSV noch auf Platz 1. Das war natürlich komplett unrealistisch, das hat jetzt auch die KI gemerkt. Deswegen wird der HSV jetzt einfach mal nach unten durchgereicht. Wir können uns auf Platz 9 vorrobben. Das macht also dann nur noch 3 Plätze bis zum internationalen Wettbewerb für die nächste Saison. Das wäre natürlich richtig klasse. Auf den Abstiegsplätzen der FC Augsburg, der 1. FC Nürnberg und Hannover 96. Eieiei. Da müssen die Trainer ein bisschen an den Schrauben drehen. Nürnberg reingerutscht quasi. Also, da muss natürlich ein bisschen was gehen. Wobei die Punkte auch noch sehr, sehr dicht zusammenliegen. Ja? Also, sollten wir gewinnen, könnten wir, wäre realistisch der 3. Platz sogar noch drin. Ja, und schon stehen wir auf dem Champions League Platz. So schnell kann das gehen. Wir werden sehen. Eintrittskartenverkäufe gab es natürlich nicht im Auswärtsspiel. Ist ja klar. Und unser nächster Gegner heißt DFB-Pokal gegen Union Berlin. Unglaublich. Und ich weiß jetzt schon, dass ich einige Hasskommentare kriegen werde. Einige meiner Freunde sind 1. FC Union Berlin-Fans und ja, es tut mir leid, aber sie müssen leider vernichtet werden. Es nützt ja alles nix. Und wir schauen mal, wie unser Team im nächsten Spiel drauf ist. Bitte, 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 nicht so schlecht. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Junuzovic und Makiadi. Komm, Injovski kommt rein. Und Makiadi. Da lassen wir doch mal ein Pro spielen. Das sieht auch richtig gut aus, finde ich. Ja. Das hier ist eigentlich auch ganz gut drauf. Der Yildirim. Der ist auch sehr gut drauf. Den bringen wir mal für Mehmet Ekici. Der kann sich mal ein bisschen ausruhen. Und dann haben wir dann noch eine schöne Option. Pedersen immer noch schlecht drauf. Den sollten wir mal vielleicht ganz zu Hause lassen, finde ich. Aber so einen Stürmer brauchst du eigentlich immer als Ersatz, ne? Komm, Pedersen, du kannst mal ganz zu Hause bleiben. Die alle schlecht drauf sind. Selassie, die lasse ich jetzt mal alle zu Hause, die schlecht drauf sind. So mache ich das jetzt mal. Um mal zu sehen, ob die dann besser drauf sind. Hier, Kubilanski haben wir ja noch. Den können wir ja noch mitnehmen. Vielleicht für Junuzovic. Und wen hätten wir noch im Angebot? Aicicek. Also Stevanovic würde ich sagen, bringen wir nochmal für Wolf. Wir brauchen keinen zweiten Torwart. Das entscheide ich jetzt einfach mal so.
Und Aichicek. Offensives Mittelfeld. Den bringen wir nochmal für Ekichi. Der kann sich nämlich auch mal ein bisschen ausruhen. So lassen wir, dann haben wir auch mal ein bisschen Wechsel hier drin im Kader. Und andere haben auch mal die Chance, so wie gewünscht, hier auf dem Platz aufzulaufen. Im DFB-Pokal natürlich ein bisschen riskant, weil hier jede Runde eine K.O.-Runde ist. Aber das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein. Union auf Platz 2 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist auch sehr realistisch. Ich glaube, die sind in der richtigen Liga auch auf Platz 2 oder 3. Das kann also doch ein spannendes Spiel werden. Wir haben wohl ein paar mehr Siege im Rücken als wir. Wir werden sehen. SV Werder Bremen zu Hause gegen Union Berlin. Wird bestimmt ein spannendes Spiel. Ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn es in den DFB-Pokal geht. Über jeden Like und jeden Kommentar, jede Anregung, jeden Wunsch und jede Frage freue ich mich natürlich sehr und versuche auch jederzeit darauf einzugehen. Ich freue mich auf euch. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Bis denn.